Liebe Zuschauer von Promigeflüster, wieder sind wir hier mit einer brandneuen Folge und es geht eigentlich geradewegs auf Weihnachten zu. Und da sind natürlich auch die Weihnachtsprogramme von ARD, ZDF und die ganzen anderen Sender prall gefüllt. Und ja, ich sag mal, in der ARD Mediathek kann man es bald schon anschauen. Nächste Woche geht es da an den Start, nämlich das Fest der Liebe. Und ja, es ist eine ganz nette Komödie, kann man sagen auch, denn es geht doch ein bisschen lustig zu, spannend auch. Und den Macher und Drehbuchautor, Regisseur, den habe ich jetzt bei mir in der Leitung. Ich sage mal Hallo und, weil er, glaube ich, im Norden ist, auch Moin. Jan-Georg Stütte. Hallo. Hallo Frank. Ja, wunderbar. Ja, ich sag gerade hier, der Macher und Regisseur des Ganzen, es ist eine Komödie, oder? Ja, aber sowas von, ja, sollte sowas es sein. Sowas von, genau. Ja, es ist auch eine kleine Fortsetzung, glaube ich, von einem anderen Projekt, was du auch gemacht hast, das Begräbnis. Da sieht man die Familie, die kommen da auch wieder alle zusammen. Ja, das Fest der Liebe. Kann man ganz grob mal so den Inhalt mal schildern, also ein bisschen spannend machen, nicht zu viel verraten? Also es ist im Grunde so ein Culture Clash. Die Familie, die wir aus dem Begräbnis schon kennen, die Familie Meurer, Lassan, Handwerker, einfache Leute besuchen die Familie, bei der ihre Schwester aufgewachsen ist, die damals aus der DDR geflohen ist, ist nach Schwaben gekommen und da in eine schwäbische industriellen Familie gekommen. Schickes Haus, großes Anwesen und sowas. Da kommen jetzt also unsere Lassana da angedonnert mit ihrem schmutzigen VW-Bus und treffen auf eine edle schwäbische Familie im wunderbaren Ambiente. Und dann treffen diese beiden Kulturen aufeinander und dann funkt es natürlich ordentlich. Es gibt richtig viele Missverständnisse und im Endeffekt kommt es natürlich zum riesigen Debakel, wie genau das aussieht. Das will ich nicht verraten, nur so viel. Es treffen auch Schwäbisch auf Norddeutsch. Also großer Spaß, diese beiden Naturelle zusammenzusehen. Und Ost auf West, großes Thema bei mir immer wieder in meinen Filmen, was ich auch im Cast so drin habe. Also der Cast ist mit Charlie Hübner, David Striesow, solchen Leuten und Claudia Michelsen, mit Leuten in der Ostbiografie stark besetzt. Andrea Sawatzki, Olive Luke, Nicole Hester sind so die Westleute, die da mit ihrer Westbiografie reinkommen. Und da alles improvisiert ist, arbeiten die sozusagen aus ihren inneren Biografien heraus, können sie es wunderbar anreichern. Wunderbar. Und es ist ja bei uns jetzt hier heute im Interview eigentlich auch so ein Nord-Süd-Gefälle sozusagen. Ich bin aus Schwaben oder spreche auch Schwäbisch, genau. Wenn es da müsst. Original aus Reutlingen, genau. Ach, und der Cast, den können wir hier mal kurz sehen. Ich hoffe, ich funktioniert jetzt. Moment, hier haben wir ihn, genau. Fest der Liebe, das sind so die Hauptdarsteller, ne? Ja. Und dann kommt natürlich noch hinzu, hier die ganze Mannschaft sozusagen und du vorne mit dran, Regie. Aber das Besondere ist, es lebt auch hier wieder von der Improvisation, gell? Ja, genau. Das ist ja das Prinzip meiner Arbeit. Ich mache jetzt seit 15 Jahren, glaube ich, so, dass ich den Schauspielern kein ausgeschriebenes Drehbuch gebe, sondern nur Biografien für ihre Figuren und Aufgaben. Und aufgrund dieser Aufgaben spielen sie dann munter vor sich hin. Und das läuft dann locker 6 Stunden durch. Also es gibt dann keine Wiederholungen, wie das sonst beim Film natürlich massenhaft ist. Und wir zeichnen das wirklich mit einem enormen technischen Aufwand auf. Also 50 Kameras sind am Start. Ohne Ende, Ton wird verlegt im ganzen Haus, alle sind verkabelt, es gibt überall Mikrofone und das Licht ist so aufgebaut, dass das ganze Haus bespielt werden kann. Okay, also das heißt, im Grunde genommen, das Drehbuch, wenn du sagst, hier komplett so ohne Text groß, die wissen jetzt gar nicht, was sie wirklich jetzt im nächsten Take dann sagen müssen, oder? Das machen sie spontan. Genau, das müssen Sie spontan machen. Das ist das Schöne. Also dadurch geschehen wirklich sehr überraschende und sehr lebendige Dialoge, wie ich das finde. Sie haben aber Aufgaben, ne? Also Sie wissen, wo Sie hin müssen mit Ihrer Figur, was Sie erledigen müssen. Und dass die anderen aber Aufgaben haben, die dem in die Quere kommen, macht die Sache natürlich für alle Beteiligten etwas hakelig und damit lustvoll für die Schauspieler. Was sind da so skurrile Szenen, die man, sag jetzt mal, schiefgehen darf ja da nichts, oder?
Also technisch schief gehen wäre schade, obwohl es das passiert ist. Das Licht ist irgendwann komplett zusammengebrochen. Die Telefonverbindungen haben nicht funktioniert, obwohl Telefon eine ganz wichtige Rolle spielt in dem Ding. Da ist schon, also da ist viel Schweiß geflossen auf der Regie-Seite. Wir sind da ein großes Team von Regisseuren, also von Machern. Ich habe noch einen Co-Regisseur, den Sebastian Schulz. Da haben wir schon richtig Panik gehabt, aber sozusagen im Spiel schiefgehen, ne, das ist ja gewünscht. Also, okay, dass da Missverständnisse entstehen, dass jemand denkt, weiß ich, der Papi hat Selbstmord gemacht, hat er aber gar nicht. Also dieses Schiefgehen in Dialogen, das ist gewünscht und das ist auch der Spaß dabei. Mhm. Und die Schauspieler sind da wirklich so fit und prädestiniert drauf. Ich meine, gut, man lernt es ja in der Schauspielschule, denke ich mal, aber dann wirklich so 6 Stunden oder wie lange du sagtest, durchhalten, das ist natürlich schon ein enormes Pensum. Ja, aber es ist dann eben ein bisschen wie das wirkliche Leben. Also da feiern wir auch 6 Stunden eine Weihnachtsfeier und das ist manchmal verdammt anstrengend. die können auch zwischendurch einfach ausruhen oder irgendwo in den Sessel hocken und die Augen zumachen. Es ist, macht natürlich keiner, ne? Aber sie müssen jetzt nicht die ganze Zeit liefern, weil dadurch, dass es so lange läuft, kommen sie aus diesem Originalitätszwang raus. Und das ist das, was für mich in der Improvisation sozusagen die Sollbruchstelle normalerweise ist. Wenn man sonst improvisiert, versuchen alle ganz schlagfertig und ganz lustig und schnell wild zu sein. Und wenn es aber so lange läuft, dann geht einem irgendwann der Atem aus und dann wird's interessant. Weil dann werden die Leute entspannt und ganz natürlich und wie im Leben. Mhm. Ja, also unbedingt einschalten. Wie gesagt, in der ARD Mediathek kann man sehen, das Fest der Liebe. Und dann natürlich auch am 23. geht es auf Sendung dann sozusagen ganz normal. Mhm, in der genau. ARD. Ja, da haben wir direkt am Weihnachtsvorabend um 17 Uhr kann man sich dann schön entspannt ins Weihnachtsfest geleiten lassen. Genau. Apropos ins Weihnachtsfest geleiten lassen, wie wirst du Weihnachten verbringen? Wie sieht's bei dir aus? Wie sind deine Festtage geplant? Also ich habe leider nicht so eine große Familie, wie das bei uns hier ist in dem Film. Eine ganz kleine Familie, ein Sohn, meine Frau und dann kommen meine Schwiegereltern. Und das war's. Dann sitzen wir zu 5 da und dann essen wir lecker und kochen was Leckeres. Und dann gibt's immer wieder der Versuch, die Geschenke zu reduzieren. Also dass es nicht so eine Geschenkeschlacht gibt. Gelingt uns mehr oder weniger gut und dann spielen wir vielleicht mal ein Spiel oder so. Also eigentlich ist das immer so ganz geruhsam, aber ich mag es trotzdem sehr. Also das ist so dieses familiäre Zusammenkommen, finde ich sehr schön. Und bei jetzt im Vorfeld, so die 2-3 Wochen davor, also quasi die Adventszeit, wie hektisch ist es da? Alles schon vorbereitet oder wird es bei dir auch noch ein bisschen Hektik geben, wenn man doch vielleicht das eine oder andere Geschenk noch vergessen hat? Ja, das sind die Geschenke, das ist ein Ding. Aber da reduzieren wir uns ja, wie gesagt. Also, nee, eigentlich gibt's da keine Hektik. Ich überlege mir mal hin und her, was koche ich am Weihnachtsabend, damit ich meine Schwiegereltern auch überraschen kann. Aber wahrscheinlich werden es doch wieder Crepe werden. Und sonst bin ich wieder Vorbereitung für den nächsten Dreh. Also das ist eigentlich das Einzige, was im Moment noch so anliegt und ein bisschen Stress gibt. Okay. Nächster Dreh, ganz genau. Was sind da für Projekte wieder geplant für nächstes Jahr, wenn man schon ein bisschen Ausblick haben darf? Wir haben tatsächlich zwei Sachen. Ja, wir haben einen Film haben wir bereits angedreht, zusammen mit Lars Jessen, der Co-Regie gemacht hat. Da haben wir einen Film für die ARD, für den Freitagabend, bereits angedreht oder fast fertig gedreht. Da müssen wir noch einen Tag oben drauf drehen. Da sind wir mitten im Schnitt. Eine Geschichte, die in Sachsen-Anhalt spielt, wo auch einmal das Wasser weg ist. Ein Thema, was uns sicherlich in den nächsten Jahren beschäftigen wird, dass wir irgendwann kein Wasser mehr haben, auch wenn es im Moment toll regnet. Der Grundwasserspiegel ist weit unten. Und dann gibt es ein zweites Projekt, tatsächlich noch eine Fortsetzung von diesem hier. Da darf ich noch nicht so hundertprozentig genau drüber reden, weil noch nicht alle Verträge unter Dach und Fach sind. Aber es wird wieder ein großes Ensemble-Ding werden und wir drehen wahrscheinlich in Österreich und es wird wieder ein großer Kameraaufwand werden. Und die Familiengeschichte, die wir hier beim Fest der Liebe sehen, geht weiter. Ja, da sind wir doch schon gespannt, was da wieder kommen wird. Also wie gesagt, das erste, das Begräbnis war ja schon sehr erfolgreich und jetzt eben die Weihnachtsgeschichte auch noch. Ja, und
Dann lassen wir uns überraschen. Und dann werden es natürlich, denke ich, bestimmt wieder viele Gastrollen sein in der einen oder anderen Krimiserie. Da wird man dich bestimmt auch wieder antreffen. Babylon Berlin war ja auch sehr eine sehr tolle Sache, wo du dabei warst. Ein sehr skurriler Typ eigentlich. Ne? Ja, ich bin der Spezialist für die skurrilen Rollen. Ja, macht mir auch großen Spaß. Genau. Mhm. Und übrigens, hier beim Fest der Liebe bist du ja auch zu sehen in einer kleinen Rolle. Genau, das war eine Notlösung, weil wir sozusagen ein Setting dazu erfinden mussten, weil Claudia Michelsen einen Unfall hatte kurz vor dem Dreh. Und dann konnten wir sie sozusagen nicht ins große Ensemble mit reinnehmen, weil sie so lange nicht spielen konnte am Stück. Und dann haben wir kurzerhand einen Nebenschauplatz aufgemacht und da fehlte uns noch ein Schauspieler und den durfte ich dann übernehmen. Mhm. Ja. Gut aufpassen, denn es, so wie du jetzt hier sitzt, sieht man dich nicht. Sind mal wieder die Haare ein bisschen verändert. Mehr Haare, ja. Genau. Das ist das Privileg, wenn man selber Regie macht. Man kann sich immer viele Haare geben. Jetzt, was mir in letzter Zeit bei den vielen Produktionen auffällt, wenn der Abspann kommt, steht irgendwo immer dran, klimaneutral produziert oder irgendwie, also auf alle Fälle, dass man wenig Aufwand hat. Aber bei so einem Aufwand bei euch, wie klimaneutral kann man sein? Naja, also ich glaube, wir sparen, sind ziemlich gut in der Klimaeinsparung, weil wir eben nur 2 Tage drehen. Und andere drehen ja für so eine Serie 30 oder 35 Tage. Mhm. Also insofern sparen wir da, glaube ich, eine Menge Ressourcen ein, an die ganze Fahrerei, die ganzen Hotel, also die Hotelernährung, die Hotelbetten und sowas. Da sparen wir viel ein. Okay. Also insofern, aber es ist natürlich nie klimaneutral. Film ist immer eine Sache, wo wahnsinnig viel Energie rausgeballert wird, ne? Das ist klar. Wobei natürlich kann man gut vorstellen, dass natürlich auch mittlerweile die Scheinwerfer doch auch mehr LED und so weiter vorherrscht. Ne? Da ist ganz viel geworden. Die Kameras sind ja auch viel energieunaufwendiger, sind viel kleiner geworden. Sozusagen. Aber die ganze Scheinwerfertechnik, man hat nicht mehr diese riesigen Dieselaggregate da stehen, die den ganzen Tag da rumorgeln und Strom erzeugen müssen. Mhm. Ganz genau. Nee, also da tut sich dann doch auch wieder in der Hinsicht einiges, ne? Ganz klar. Ja. Ja, wunderbar. Also soweit doch schon mal einiges zur Folge, zu der Staffel da erfahren. Doch, sehr interessant. Und dann haben wir dich ja wirklich in vielen Rollen ja schon wirklich erleben dürfen. Check, das war eine sehr tolle Produktion. Und ja, Granitz, auch das. Ne? Das war natürlich in einer auf einem anderen Sender zu sehen, aber klar, man muss ja alles bedienen. Die deutsche Filmlandschaft, wie siehst du die? Ist die immer noch so gut? Weil man sieht viele Krimis natürlich immer, fast denke ich mal, immer wieder wird eigentlich bloß noch gemordet in Deutschland oder wie viel Vielfalt könnte die deutsche Filmlandschaft brauchen? Also wenn wir jetzt von Krimi reden, wir von der Fernsehlandschaft, ne? Mhm. Und das liegt mir schon absolut quer. Also diese Krimi-Sehnsucht der Deutschen ist wirklich bitter. Also ich selber habe mich ja auch mal in einem Krimi versucht, habe ja einen Tatort mal gemacht, der so etwas umstritten war. Aber ich bin überhaupt kein Krimi-Gucker. Ich mag das gar nicht. Ich langweile mich sofort. Weil dieses Raten, wer war es oder so, finde ich total öde. Also ich würde mir wünschen, wir müssten nicht so viele Krimis machen. Aber das sind wahrscheinlich die öffentlich-rechtlich Verantwortlichen, sagen, das brauchen wir für die Quote. Ist aber schade, finde ich. Also ich hoffe, dass ich mit meinen Filmen dem beitragen kann, dass man merkt, guck mal, es geht auch ohne Krimi Spannung zu erzeugen. Ja, und vor allen Dingen, wie gesagt, dann auch mit dem Improvisierenden, das finde ich wirklich sehr, sehr spannend, weil man da ja wirklich nicht wirklich weiß, was kommt. Ne? Nee, ich bin ja auch in guter Gesellschaft, es wird ja immer mehr. Also die Discounter, die ich sehr schätze, die Jungs, was die da machen, wahnsinnig lustige Format, finde ich. Das ist nicht in der Öffentlich-Rechtlichen, ich glaube auf Amazon Prime oder so. Und dann fand ich auch Jerks wunderbar. Das ist ja alles improvisiert. Und für mich also komödiantisch ein wunderbares Mittel, um so diesen Grenzgang zwischen Drama und Komödie zu schaffen, dass nicht die Pointen immer so on the nose sind, dass es so ein bisschen sich mehr da reinschleicht. Nee, mit der Improvisation, glaube ich, da ist noch sehr viel möglich. Mhm. Definitiv. Also dranbleiben, unbedingt. Dann wird man auf alle Fälle da noch einiges erleben. Ganz genau. Ja. Sehr schön. Dann würde ich sagen, haben wir es doch soweit schon fürs Erste. Ja, gut.
Ich würde sagen, wir bleiben auf alle Fälle in Verbindung. Wenn es irgendwas Neues gibt, wenn du neue Projekte hast, darfst du dich gerne bei uns, bei Promigeflüster, bei mir wieder melden. Gerne. Und dann können wir über weitere Dinge im nächsten Jahr hoffentlich wieder erfolgreich berichten. Ja, gut, danke dir. Schlusswort an deine Zuschauer, Fans oder wie auch immer, das richte ich jetzt an dich. Ich sage schon mal herzlichen Dank und vor allen Dingen frohe und schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Ja, genau. Ja, das wünsche ich euch auch. Eine wirklich besinnliche, lustige, chaotische Weihnachtszeit mit Fest der Liebe in der ARD ab 15. Dezember in der ARD Mediathek und am 23. Dezember in der ARD um 17 Uhr zu sehen. Viel Spaß, schöne Weihnachtszeit. Tschüss. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.